als Caster. Ich glaube, am 14. Oktober oder so habe ich meinen ersten Livestream rausgehauen. Damals halt noch mit XSplit, Specs Codec, einem 3-Kern-Prozessor und ja, wie gesagt, den obligatorischen 5 bis 10 Viewern. Und damals war es halt, also damals bis eigentlich in März rein oder so, war es bei mir Tradition, dass ich alle Games alleine gecastet habe. Das war gar kein Problem. So. Ich konnte halt so lange so viel reden, dass es kein Ding war. Aber es fehlt halt so ein bisschen Insight und manchmal ist es auch ganz gut, mal eine Pause zu haben, um einen Schluck zu trinken oder meine Chat-Nachricht zu beantworten oder sowas in der Richtung. Das ist alles Geschichte. Denn ich bin komplett alleine mal wieder, heute. Ein Game, denke ich mal, mindestens ein Game, vielleicht auch zwei. Je nachdem, wie es aussieht. Wir begeben uns mal in den Draft. Ich habe noch so lange, gesucht, ob ich jemanden finde, ob vielleicht Epi nochmal Zeit findet, aber der antwortet auch nicht. Und jetzt bin ich für euch da. Jetzt bin ich für euch da und wir haben schon einen relativ fortgeschrittenen Draft. Wir sehen Elder Titan natürlich, Nature of Profit natürlich, Nuxus natürlich, Lifestealer natürlich. Also nichts Überraschendes. Dafür Batrider jetzt von Flipside, was auch zu erwarten war, dass sie den mitnehmen. Dazu ein OD, was ich sehr interessant finde, ihn mal wieder zu sehen. Er wird wahrscheinlich gegen den Elder Titan in der Mitte stehen, wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Außer sie machen eine Nyx Lifestealer Elder Titan Tri-Lane, was auch möglich ist, aber nicht so wahrscheinlich. Das heißt, der Battle wird wahrscheinlich in die Offlane gehen, der OD in die Mitte, der Gyrocopter auf die Tri-Lane zusammen mit der Visage und der Windrunner. Was Windrunner übrigens als Last Pick finde ich sehr cool. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr starker Supporter. Und als letztes kommt für EG die Venge. Also das ist dann sehr wahrscheinlich, dass der Elder Titan in die Mitte geht gegen OD. Das ist eine schwierige Situation für MSS. Er pickt ihn auch, also er ist wahrscheinlich Midlane. Das ist eine sehr schwierige Situation für ihn, denn der OD... Oh, das ist... Der Exist spielt den OD. Also vielleicht... Ich weiß gar nicht, ist Vater da? Ist Vater da, ist die Frage. Gucken wir mal ganz kurz. Ob Vater... Ich habe gar nicht mitbekommen, ob Vater überhaupt in der Lobby ist. Doch ist er, der spielt den Gyrocopter. Das heißt... Eventuell sehen wir den Gyrocopter bitte. Wie lange? Das ist eine Weile her, dass wir das gesehen haben. Ich weiß gar nicht, das war vor Monaten innen, dass man den Gyrocopter in der Mitte gespielt hat. Also das war damals populär halt mit Rocket Barrage etc. Da war das der Top-Pick, danach ist der Carry gewonnen. Und dann zwischendurch haben wir ihn sogar als Supporter gesehen. Mit Magic Missile und Rocket Barrage halt als Supporter einen großen Damage-Output. Aber er ist halt einfach nicht so hilfreich, weil ihm fehlt das sichere Disable. Homing Missile ist so ziemlich der fürchterlichste Disable, den man sich vorstellen kann. Und ja, also deswegen ist er nicht so wertvoll, aber das ist ja komplett anders, als ich mir das vorstelle. Es ist doch der OD-Mitte, was viel mehr Sinn ergibt, der auch mit den Items startet, die man für die Mitte nehmen würde. Null Talisman. Und dann gepoolte Regen, was übrigens ab dem neuen Patch nicht mehr geht. Und wir sehen Vater mit die Gyrocopter. Sokshka die Windrunner. Das heißt, Vater spielt Carry. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Vater Carry spielen sehe. Und das ist. Also ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich traue ihm das skillmäßig total gut zu. Weil er ist einer der besten Spieler Deutschlands und die meisten können mehrere Rollen spielen. Also wenn man sich zum Beispiel Kuro anguckt, der wirklich das Urgestein der deutschen Dota-Szene ist, der hat Mitte gespielt damals, zum Beispiel für Team Germany hat er damals Mitte gespielt, er hat Carry gespielt und er spielt momentan Support. Der kann alles spielen, weil der so lange in der Szene ist und auch die guten Spieler, die wirklich ewig dabei sind, die im Leben ist nach Dota ausgerichtet, die spielen Dota den ganzen Tag, die üben ihre Heroes. Die haben so viel Commitment dazu und deswegen ist die Belohnung dafür, dass sie wirklich eigentlich fast jede Rolle spielen können. Und so ist es anscheinend jetzt. Mal sehen, ob das bei Vater auch so zutrifft. Exist. Zu aggressiv hier. Kommt die Rotation rein. Fucked. Wird den... Ja, die werden den Kill bekommen, außer er läuft jetzt... Na, was sollen sie tun? Was soll er tun? Also er läuft jetzt hier in die Woods rein. Wird versuchen, da irgendwie zu juken, aber... Er sieht da halt nicht sonderlich viel und... Sokshka... Ach, das ist tatsächlich... Das klappt. Er kommt da weg mit der Rotation. Läuft jetzt allerdings hier lang. Und Fear und Fogg werden versuchen, ihn abzufangen. Aber das reicht nicht. Gut, sie haben Exist aus der Lane geforst. Was super ist, weil jetzt kann MSS hier komplett den Farm nachholen. Kann sich die Bottle kaufen in dem Moment. Oder auch, also er kann alles bauen, was er will. Er hat 1000 Gold gerade ready. Eine gepoolte Region von Fogg bekommen. Und Exist ist gerade diesen Weg gelaufen.
um zurück zur Lane zu kommen und sein Farm weiter, also dafür Farm fortzusetzen. Und dafür ist die Rotation der Support schon gut gewesen. Auch wenn Geo natürlich jetzt Probleme hat, sehr große Probleme hat. Und noch nichts geskillt hat, einen halben Level in XP haben und kein Lastet. 4 läuft da sehr, sehr, sehr mutig. Also bekommt da sehr viel unnötigen Harass ab. Das Movement war nicht sonderlich gut von ihm. Und ja, MSS mit der Bottle, mit Boots ready. Also für Axis läuft die Mitte nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Diese Rotation hat ihn sehr viel gekostet. Sehr, sehr viel gekostet. Wir gucken mal auf die Bottomlane. Miguel farmt da gegen Universe. Das ist so das Duell. Das ist das Duell der Offlaner, die normalerweise dazu gezwungen sind, immer in die Woods zu gehen, damit sie wenigstens irgendwie Farm bekommen und aufhören zu feeden. Und das ist jetzt sehr, sehr schön zu sehen, dass man quasi einen Bedrunner gegen einen Nature's Prophet, die beiden in die Woods verbannten Heroes, haben jetzt die Möglichkeit, gegeneinander zu spielen und ein bisschen Solo-XP in der Lane gegeneinander zu sammeln. Oh, eventuell bekommt Miguel diese Rune. Nein, Fogg wird sie picken und das könnte sogar ein Kill werden. Nein. Das war ein guter Missplay gerade von Fogg. Also, das hätte er wissen müssen, dass sein Stun nur 1,45 Sekunden ist und deswegen, oder sagen wir, er hätte wissen müssen, dass das Stun nur so lange ist, dass es nicht schafft, die Rune dazu, dem Elder Titan zu überlassen. Deswegen hätte sie lieber denyen sollen. Jetzt hat er quasi eine Gratis-Rune an Miguel gegeben. Und der ist deswegen dem Gank auch noch entkommen. Also eventuell hätten sie ihn sogar gekriegt. Ich bezweifle es zwar, weil er immer noch Firefly hatte und genug HP, um dann quasi die Autodecks so lange zu überleben, bis er über die Klippe gekommen ist. Aber trotzdem hätte er die Rune zumindest denyen sollen. Weil da hätten sie noch guten Harass rausgebracht auf den Miguel, der übrigens auch keinen Regen mehr hatte, weil er hat die Healing Staff schon verbrannt, als er hier an der Bottomlane angegangen wurde von Universe und seinen Treants. Das heißt, er hätte es jetzt schaffen können, ihn zurück in die Base zu forcen. Das hätte Universe viel Platz gegeben. Weil jetzt musste er halt wieder das Last-Duell anstreben. Hat natürlich hier Magic League, was für ihn ein Vorteil ist. Aber Miguel geht ihn sogar an, hat aber kein Stout-Shield. Und das kann man natürlich immer machen. Universe TP'd sich da einfach raus. Kein Flamebreak. Kein Mana gehabt für Flamebreak, aber es hat Universe vorher gecheckt, dass da alles klar geht. Und Sokshka und fucking Mad haben eigentlich ganz gut Level gefunden. Vor allem die Visage schon mit Level 3, also Level 2 Soul Assumption, was starker Nuke ist. Vater spielt den Carry, hat einen Magic Stick, einen Magic Wand gerade gebaut. Wird sich jetzt eventuell Boots gönnen oder vielleicht auch vorher schon den Ring of Aquila einschieben. Dafür ist der Basiring ja prädestiniert, um ihn ein bisschen zu einem Carry-lastigeren Item auszubauen. Mit dem Ring of Aquila, der halt noch Bonus Agilität gibt. MSS farmt hier ganz gut in der Mitte. Gucken wir mal, 21 Last Hits gegenüber 15:6 von dem guten Axis, der jetzt natürlich ein bisschen aufholt. So. Er hat halt sehr viel Zeit verloren. Das waren viele Last Hits, die ihn das gekostet hat. Auch OD Mitte wird nicht mehr so populär werden, weil was so stark an diesem Hero ist, man konnte auf ihm Tranquil Boots bauen, man konnte auf ihm Buckler bauen und er hat, dadurch, dass er sie aktiviert hat, kostet er jeweils 25 Mana, Tranquil Boots und Buckler aktivieren. Und er hatte eine Chance, damit seine Aura zu procken, die ihm quasi einen bestimmten Prozentsatz seines Gesamtmana-Pools zurückgibt. In dem Fall jetzt auf Level 2 20%. Und das heißt, er konnte für 25 Mana jeweils eine 20% Chance haben, quasi 150 Base-Mana, also 150 Mana zurückzubekommen. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Um quasi 25% des Mana-Pools zurückzubekommen. So. Und das ist halt eine sehr gute Sache. Das sehen wir vielleicht jetzt auch, wenn er die gleich pocken wird, weil er braucht eigentlich die Region. Er vanisht ihn noch einmal. Wird sich jetzt gleich verziehen. Ich hoffe, jetzt können wir das mal sehen, wie die Aura eventuell prockt. Natürlich leider nicht in dem Moment. Hat nur 20% Chance. Da fliegt gerade eine Rocket auf 4. Und die wird er auch abbekommen. Und das eröffnet jetzt natürlich die Möglichkeit eines Dives. Da kommt ein sehr schöner Shackle. Zusammen mit Autotext, zusammen mit Power Shots, zusammen mit Rocket Barrage und Sokshka bekommt das First Blood auf dieser Top Lane. Hat allerdings keinen Windrun, deswegen muss Fogg ein bisschen aufpassen. Da kommt der Stun auf fucking Mad. Vater steht da drin, macht guten Damage. Hat nochmal eine Missile gecastet, versucht sich da raus zu TP'en und das reicht auch für ihn. 15 AP auf dem Jungen. Meine Güte, man. Das hätte auch ein bisschen weniger knapp sein können. Aber Sokshka läuft da raus, hat keinen Windrun, hat nicht mal Boots. Aber läuft da einfach aus dem Tower raus, obwohl da zwei Leute sind. Der Fokus stimmt dann nicht ganz. Dann konnte fucking Mad da raus TP'en mit der Visage. Und das Vater ist es auch gelungen, obwohl das so knapp bei ihm war. Aber. Good job. Ja, und übrigens für die Leute, die sich wundern, es steht natürlich 1-0 für EG. Das ist allerdings hier von dem Admin verkackt worden. Das heißt, der hat es nicht geschafft, das richtig einzustellen. Ist auch nicht der reguläre Admin, das ist da quasi der Stand-in-Admin. Der gute Warlock oder auch Anton, ebenfalls ein Ruski. Aber er hat es leider nicht eingestellt, dass hier EG mit einem Game vorne liegt.
Das ist also soweit korrekt. Auf den Goldgrafen, da sehen wir auch Flipside, hat sich so nach 6 Minuten einen leichten Vorteil erarbeitet. 1500 Gold. EP-mäßig sind das auch, ja, 1500 XP-Punkte. Da kommt jetzt auch eine weiteres TP auf die Toplane. Zockschka ist dahin gelaufen, hat sich ja die Boots gegönnt. Und Fucking Mad wird jetzt nach einer weiteren Möglichkeit suchen, einen Outtake zu platzieren. Mal sehen, Miguel hat jetzt anscheinend 4 als Gegner auf dieser Lane. Es sieht so aus, als wäre Universe in die Woods rotiert, weil er gemerkt hat, er kann einfach auf der Lane nicht stehen. Sticky mit Napalm ist zu stark an dem Punkt. Er hat keine Chance, da wegzukommen, falls der angegangen wird. Weil, ich meine, wir sehen, Miguel hat das Lasso. Also, er ist jetzt Level 7. Kann mit Flamebreak und Lasso das TP abbrechen. Und sobald da einige, so sagen wir mal, 2, 3 Napalm-Charges drauf sind, ist dann auch die Möglichkeit gegeben, dass er in der kurzen Zeit, wo er Lasso hat, wo er Flamebreak hat und halt Firefly anmacht, dass es da schafft, den Kill zu bekommen, bevor er weg-TPen kann. Und deswegen schickt er jetzt hier lieber 4 auf die Lane, der ein gutes Able hat mit Impel und dann halt noch Spike Carapace, was ja perfekt gegen Firefly funktioniert, weil man muss nur im Firefly drinnen stehen, das Spike Carapace anmachen, es wird instant stun. Deswegen ist da nicht ganz so viel Outtake-Potenzial durch den Batrider gegeben. Und in der Mitte sehen wir ein TP, wer kommt da rein? Das ist Vater. Und da kommt der Vanish in einen Cooldown rein, das könnte tatsächlich reichen und das wird perfekt getimed, die Ulti in der gegeben, aber Haste-Rune! Die Haste-Rune vom Elder Titan nicht bedacht. Oh, 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 das ist bitter und Axis bekommt auch sehr, sehr viel Damage. Da kommt, das ist sehr viel Damage und auf der Toplane sehen wir anscheinend gerade, dass 2 Leute gefallen sind, die Venge und die Visage. Die Winter hat da gerade einen sehr schönen Shackle angebracht, aber MSS mit dem Bodyblock über alle Zweifel erhaben. Er haut nochmal einmal zu, da kommt auch nochmal einmal der Powershot der Windrunner raus. Und der Kill ist da. MSS macht das Beste aus der Situation, also hat tatsächlich den Gank überlebt, obwohl da alles drin war. Da war eine OD-Ulti, da war waren Auto-Attacks von beiden, da war eine Rocket Barrage, Flag Cannon, Calldown. Also sie haben 4 committed, um diese Midlane zu töten und zu ganken, aber die Haste-Rune nicht bedacht. Und er ist tatsächlich noch rausgekommen, obwohl man gesehen hat, dass da noch die letzten Flag Cannon-Hits hinterherflogen. War der Damage von Vater nicht groß genug, um da den Kill zu bekommen. Der ist übrigens gerade hier ein bisschen zurückziehen sollte. Ist auch gerade auf dem Weg zurück in die Base. Ja, Miguel. Oh, Miguel wird hier von MSS gefunden. Zündet instant das Firefly. Sollte vielleicht nochmal 1, 2 Sticky Napalm Charges mit dazugeben. Wird natürlich versuchen, jetzt einen Dagger zu farmen. Da tapet ein Prophet rein. Oh, Miguel. Das ist jetzt eine schwierige Situation für ihn, weil er ist von allen umzingelt. Da kommt ein Stun raus. Da kommt eine Wave raus. MSS ist da. Ein Impale auf dem Bottomground. Und ja, das ist. Das nennt man Astral Spirit plus Natural Order. 103 Bonus Damage und halt diese Verstärkung des Schadens, die Reduzierung der Gesamtrüstung des Gegners. Sehr, sehr stark gespielt. Und er war da komplett umzingelt von 4 Leuten, glaube ich. Also 4 war da, Fuck war da, MSS und Universe, der rein tapet war. Nur der gute Jayo ist auf der Top-Line am Farm, der übrigens wirklich zurückgefallen ist. Er ist mit 34 Last unterwegs als Safe-Lane-Carry. Vater ist das mit 60, also obwohl er quasi Probleme hatte, da einmal fast gestorben ist, oder zweimal fast gestorben ist, also zweimal back to base musste, steht er immer noch mit den meisten Last sehr, sehr gut da und einfach noch deutlich über den anderen. Danach kommen allerdings Universe und der Titan aus der Mitte. Axis und Miguel sind da ungefähr gleich auf, aber wichtig ist halt der Blink-Dagger auf Miguel, auf dem Batrider. Und der ist halt noch nicht da, weil er ist gerade wieder gestorben. Macht das jetzt natürlich wie immer. Mit Anfang zu stacken, Alex, ist das. Habt das jetzt mit Firefly ab, das ist allerdings nur ein gesteckt, kein einziges Mal ist gestacktes Camp. Es ist ein einfaches Camp. Deswegen wird er nicht so viel daraus bekommen. Ich hätte es mir lieber gewünscht, dass er ein bisschen mehr Zeit auf das Stacken der Camps verwendet hätte. Aber es hat er nicht getan. Was mir sehr gefällt, ist hier, dass EG diese Rotation hat, dass sie allen Supportern irgendwie ein bisschen XP zukommen lassen. Also, wir sehen, Fogged ist jetzt hier auf der Bottomlane alleine. Vorhin war es die Nyx Assassin, also 4, der alleine auf der Bottomlane war. Jeder bekommt da mal die Chance, so ein bisschen Solo-XP zu bekommen. Und wir sehen die Nyx Assassin. Ach, Level 7, das ist gute Sache. Und Fogged kann ja auch, muss hier ein bisschen defensiv stehen, aber auch er wird es schaffen, da sein Level 5 und auch zeitnah sein Level 6 zu sammeln. Schafft jetzt auch noch Boots zu farmen. Oder baut erstmal einen Magic Stick. Weil er erwartet, dass der Batrider gleich kommt. Jetzt kann es noch Boots dazu gönnen. Eigentlich muss er jetzt aufpassen, ob das nicht ein bisschen zu spät ist. Miguel kommt von der Seite rein, er kauft sich die Boots. Und jetzt kommt er da drauf. Firefly angemacht, der erste Sticky Napalm, der Stun kommt. Da muss jetzt eine TP-Reaktion wahrscheinlich kommen, obwohl der Stun echt lange war. Also, Miguel hat da keine Chance hinterher zu gehen. Hat auch nur Tranquil Boots, die glaube ich dann auch disabled waren.
Und ein lieber Herr namens Freddy German fragt, ob mein Stream laggt. Auf keinen Fall ist es meine Schuld, leider. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich könnte das Problem beheben und es ist ein Problem aus meiner Seite aus, aber ich droppe hier keine Frames. Ich werde es gleich nochmal erklären, aber Sokschka, oh, schöner Double Stun hier gerade auf fucking Mad Sokschka. Und da kommt auch noch die Prophet-Ulti durch. Er läuft um sein Leben. Fucking Mad hat nochmal seine Spells rausgehauen. Sokschka versucht sich da zu befreien. Da kommt nochmal ein Corner rein. Universe mit den Autotext. Aber es ist letztendlich Geo, der den Kill bekommt. Das Vater macht sehr viel Damage auf Universe und er geht auch down. Es kommt MSS von der Seite an. Hat er einen Earthsplitter? Nein, hat er nicht. Er hat für Natural Order und seinen Astral Spirit durchgeskillt. Und der Exist muss laufen um sein Leben. Dieses Trillions Block ist nicht genug. Auch Moons ist nochmal da. Er muss sich da versuchen zu vanishen. Hat auch noch die Ulti, wenn er sich umdrehen muss. Der Vanish wäre gleich da. Aber die Vögel sind auch noch da, um eventuell einen Stun zu bieten. Und zwar in einer Sekunde. Das könnte klappen. Aber die Autotexte sind da. Und jetzt wollen sie wieder den Rego machen auf Geo. Aber sie schaffen es nicht. Die Homing Missile fährt dann noch durch. Aber ich nehme nicht an, dass es reichen wird. Jetzt farmen sie lieber hier die kleinen Vögel. Aber während das sieht, hat Miguel tatsächlich noch den Solo-Pickup auf Fock gefunden. Der hat bestimmt jetzt Level 6. Ja, allerdings, das hat er gefarmt, aber leider war das ein sehr teurer Farm. Miguel hat seinen Blink-Dagger und hier noch ein Dreier-Stack, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist ein Dreier-Stack. Oder, ne, meine Augen täuschen mich. Das ist, glaube ich, nur ein Zweier-Stack. Und das ist halt viel Farm, der für ihn rauskommt. Vier hat jetzt natürlich die Ulti rotiert hier ein bisschen durch. Aber Flipside steht ein bisschen besser da als im letzten Game, wo nach schon nach 16 Minuten GG gecallt wurde. Aber sie kommen halt gegen das Astral Spirit und Natural Order kommen sie sehr, sehr schlecht durch die Reihen durch. Und der Tower wird weiter verteidigt werden von EG. Also um nochmal auf den Stream zurückzukehren. Ihr müsst versuchen, den Stream zu refreshen, um auf einen besseren Server zu kommen. Es wird Qualitätsoptionen geben. Heute ist Samstag, also in 8 Tagen werde ich eine erneute Bewerbung schreiben. Ich habe nochmal mit jemandem von Twitch geredet in Skype und gesagt, hier, meine Freunde, es war doch ein Dreier-Stack. Meine Freunde, ich bin deutscher Caster und ich bin Caster in ganz vielen Turnieren. Ich brauche diese Partnerschaft und ihr seht, ich habe mich konstant verbessert. Ich habe sehr viele Follower dazu bekommen. Ich habe eine Dota 2 News-Sendung auf YouTube in Planung. Ich habe kompetente Co-Caster, die zum Teil auch ehemalige Pro-Spieler waren. Verschiedene Admins haben Mails geschrieben, Nachrichten geschrieben an Twitch und gesagt, bitte gebt doch diesem Jungen die Partnerschaft. Dann haben sie sich erbarmt und gesagt, okay, 1-2 Wochen regulären Content von dir und dann machen wir dir die Partnerschaft klar. Und zumindest dann soll ich sie nochmal anschreiben. Und ich denke, das ist das Synonym für, da kriegst du deine Partnerschaft, mein Freund. Und das werde ich nächste Woche Sonntag machen, weil ich habe jetzt einen ganz schönen Stream-Marathon vor mir. Aber erstmal sieht Miguel einen Todesmarathon vor sich. Aber Exis macht das sehr gut, hat ihn nochmal gewanished. Versucht rauszuspielen. Earthsplitter da. Stun ebenfalls von der Avengeful Spirit. Sie kriegen einfach alle. Die Vögel-Stunts kommen zu spät. Werden auch noch gefarmt. Versuchen den Tower zu bekommen, aber das ist ein Deny von der Avengeful Spirit. Schöner Fight von EG an dieser Stelle. Haben sie einfach gut exekutiert, kann man nicht anders sagen. Ja, und deswegen wird meine Partnerschaft hoffentlich nächste Woche, ab Montag oder so, bereit sein. Und für manche Lags, für manche nicht. Also, ich hoffe einfach nur, es hilft euch, wenn ihr den Stream refresht. Und sonst gibt es auch ein kleines Tool, in dem man das extern gucken kann. Aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Das werde ich bei Gelegenheit verlinken. Vater mit dem Corner drin. TPs sind da. Flag Cannon, Rüster angemacht werden. Rocket Barrage of Universe. Der hat noch kein Shadowblade. Deswegen kommt er nicht raus. Aber fucking Mad Instant gesagt. Kann er doch nicht mal eine Soul Assumption platzieren. Den Kill bekommt er wenigstens noch auf Universe. Jetzt hat er sehr, sehr viele Layer gesteckt. Da kommt aber ein sehr schönes Lasso auf MSS. Die müssen die bursten, bevor er seinen Spirit casten kann. Und es wird auch klappen. Er geht zum Moment down. Vater ist gestorben, auf der hinteren Linie, Universe reintippet. Er versucht da jemanden zu snipen, eventuell Exist kommt an dieser Stelle. Universe ist da drinnen, Miguel, Firefly vorbei, Leben vorbei. Ah, und sie farmen wieder diese Vögelchen. Wieder diese Vögelchen und das sind 150 Cooldown. Und wo ist denn gerade diese Visage gestorben? Ich weiß es nicht, Sokschka muss Windrun zünden. 4 ist von der Seite drinnen, Double Impale ist da. Wie gut gespielt von dem Jungen. Eben, das ist auch noch ein Sprout. Sokschka zieht das Mecker. Wenn es das Exit-Mecker gewesen, er zieht nochmal die Ulti. Bekommt er nochmal einen Kill, versucht sich rauszubilden. Der Damage ist genug, um ihn zu killen. Und ein kompletter Teamwipe gegen Flipside, die so gut standen, aber dann viel verloren haben in diesen beiden Fights. Verdammt. Ich bin an dieser Stelle nicht parteiisch, aber ich hätte es ihnen gegönnt, weil sie haben eine schwierige Situation mit 2 Standards unterwegs. Goblack haben sie 2 Standards, es ist 1 Standard, also Axis ist da statt Pass, der wahrscheinlich Supporter ist. Und no offense an Axis, aber er ist eher der Solo-Mitspieler und ist dann in diese Rolle ein bisschen reingedrängt. Er hat mehr Erfahrung in der Mitte. Auch wenn er einen sehr guten Job macht. Und jetzt ist Miguel auf der Suche. Universe, der peht sich da raus, schafft es irgendwas zu finden. Flamebreak, nein! Und das hätte er sehen können. Das hätte er sehen können. Er weiß, wo die Rakete hingeht. Ich glaube, man sieht das, wo die Rakete hingeht, an welchem Punkt. Und er hätte das
Er hätte das Flame Break casten können, weil er gewusst haben muss, dass der TP ist. Schade. Sehr, sehr schade. Und in der Mitte wird jetzt auch der Push passieren. Da ist noch der T1 Tower, steht da noch. Fucking Matt wird natürlich sein Bestes tun, um das zu verteidigen. Aber er hat keine Familie. Das kann nicht für 70 Sekunden. Axis hat das Mecha, wird jetzt die Power Tools bauen, aber es ist halt, er wurde in der Mitte sehr, sehr gut rausgedrängt. Jetzt kommt der Smoke. Das ist eine gute Entscheidung. Sie müssen den Pickup finden. Fucking Matt mit dem Slow, Sokcha mit dem Shackle hinterher und Miguel eventuell mit einem Lasso. Und sie werden eventuell MSS in der Mitte ansteuern. Wo Fucking Matt da ein bisschen in eine andere Richtung unterwegs ist. Aber Miguel, blinkt der. Blinkt. Kein Astro Spirit. Sie müssen ihn herausziehen. Aber da kommt auch sofort eine TP-Reaktion. Sehr gut gemacht, aber toller Shackle. Was für ein genialer Shackle. Im letzten Moment ihn tatsächlich noch daran erwischt. MSS und 4 zusammengenommen, aber es reicht nicht und Miguel geht down. Es ist zu tanky, dieser Elder Titan ist zu tanky. Drums plus Auge Club. Es ist einfach viel zu viel, was da an HP auf ihm ist. 1400 HP. Vater ist gerade gesleept, aber er wird aufgeweckt und überlebt diesen Go. Dafür auf der Top-Lane ist der Tower gefallen. Jayo und das Universe sind, das sind die Ganking-Kombo. Entfestet er noch. Er schafft es noch zu entfesten. Sie gehen da rein. Da kommt von hinten Universe rein. Sie wissen das. Da ist ein TP da gewesen. Aber Vater kann nichts dagegen machen. Infest. Haben sie, kommt er in dem Moment raus. Aber kein Open Wound. Er shoot da sehr gut durch den Trees durch. Universe bekommt viel Damage. Vater spielt das exzellent. TP't sich raus. Gut gemacht. Gut gemacht. Fucking Mad. Wird trotzdem down gehen. Keine Chance für ihn. Universe auf dem Killing Spree. Aber das war gut gemacht. Und Vater, wie er durch die Woods gejuckt ist. Hat damit sein Leben gerettet und das muss er. Er ist die einzige Chance. Das BKB wird irgendwann für ihn kommen, aber trotzdem ist EG sehr erhaben über dieses Team von Flipside. Wollen wir mal sehen, was der Goldkraft dazu sagt. Wir warten noch 30 Sekunden oder 20 Sekunden, bis der Tower in der Mitte in diese Rechnung mit einbenommen wird. Oh, Vater. Er wird halt noch ein bisschen brauchen, bis dieses BKB da ist. Und diese Zeit wird EG nicht ungenutzt lassen. Jetzt gehen sie diesen Roshan an und da ist natürlich auch ein Medaillon da. Und das macht den Farm, den Roshan ungleich schneller, den Roshan-Fight. Sie müssen jetzt über den Trains tanken, das machen sie in diesem Moment. Und guck mal, wie schnell der fällt. Ein toter Roshan, einer Aegis für den Lifestealer und der hat jetzt auch ein Armlet. Goldgraf ist jetzt bei 7500. XP-Graf bei 8000, das ist ein bisschen zu viel. Das ist mehr, als die Flipside erlauben kann. Auch mein Vater hier mit dem meisten Lasses da steht. Er hat einfach nicht, noch nicht den Farm, um das zu gewinnen. Und das ist ein Stomp, der wird schön gedodged von Vater. Hat die Range genau gesehen. Ihr habt das gerade gesehen, erst in dem Moment noch umgedreht. Was für ein Swap von Fock. Der Stun ist da auf Vater. Vanish von Exist, aber es wird nicht reichen. Earthsplitter ist da. Trifft allerdings nicht gut. Nicht perfekte Time, aber es reicht mit der Autotext. Exist droppt die Ultimate. Autotext da. Universe mit dem Double Kill. Mega Kill. Die Ulti kommt durch, Miguel versucht jemanden zu pullen, muss ja aber um sein Leben laufen. Die Vögel sind da, der Familienstand ist da. Fuck, wird in diesem Moment down gehen. 4, ein schöner Blink-Dagger gefarmt auf einem Supporter und schon wieder nicht bei Fuck stirbt. Und Sokcha muss um sein Leben laufen. Wird dann noch rauskommen. Aber wieder 3 verloren und weiß nicht, wie Fuck das überlebt hat. Ich weiß nicht, warum da die Familienstand nicht kam. Das hätte gereicht mit den Familienstand, um den Kill zu bekommen. Die Urn wird verteilt. Und wird verteilt und der Blinkdagger auf Nyx ist so gut. 4 weiß genau, wie man mit diesem Item umgehen muss. Positioniert sich auf dem High Ground, weiß genau, wenn jetzt jemand zum Verteidigen kommt, dann wird er da sein. Und Sokcha tippt sich da sehr, sehr weit an den hinteren Tower, weil er weiß, dass er nicht reingehen kann. Er weiß, dass er sterben wird. Fortification ist da, Universe farmt weiter, weil er weiß, dass er rauskommt. Das Orchid ist fast ready. Das Orchid ist ready für ihn. Minute 20. Orchid Shadowblade. Gefällt mir sehr, dass er nicht auf die Midas gegangen ist, sondern mit aggressiven Bild. Vier hat eine kleine Bombe präpariert. Ah, das ist... Wir werden den Outtake finden. Ich weiß nicht genau. Vier geht jetzt... Ah, macht er klug. Geht außerhalb der Vision potenzieller Wards. Geht Invis. Da kommt ein Cordon raus. Vater bekommt den Damage. Kein BKB. Vanish ist da von Exit. Aber ich weiß nicht, ob es reichen wird. Oh, oh, oh. Vater bekommt das Make-up. Bekommt alles ab. Shackle ist da. Sehr schön von Sokcha. Auto-Attacks. Power-Shot. Aber es reicht nur, um das Aegis zu pocken. Und da kommt hier hinten Universe. Mann, 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 der Junge ist gut. Weiß genau, wie er es machen muss. Jetzt machen sie den Rico. Geo mit dem wunderbaren Open Boots auf fucking Map. Geht down, Natural Order, viel zu stark. Der Carry ist wieder da. Fuck mit dem Swap. Muss jetzt hier rausgehen. Da kommt der Silence auf Miguel. Auto-Attacks. Earn, Double Kill, Wicked Sick. Sie stehen einfach nicht stark genug. Und das ist GG. Das ist GG nach 21 Minuten. Flipside kann nicht stehen. Scheidet aus diesem Turnier aus. Scheidet aus diesem Turnier aus und EG hat morgen die Chance, sich zu beweisen gegen Navi. Nee, sie werden sich morgen beweisen gegen den Verlierer von Navi gegen Team Liquid.
dürfen, haben noch eine Chance, im Turnier zu bleiben. Morgen um 21 Uhr werden sie ein Best of 5 um den Preispool spielen. Danach geht's in die Playoffs. Und Flipside und Vater, die werden ausscheiden aus diesem Turnier. Das ist traurig, das ist eine harte Sache für euch. Und für mich. Und für Quantic. Es hat mich sehr gefreut, eine deutsche Beteiligung zu sehen. Ich weiß überhaupt nicht, wer noch drin ist. Ich meine, mit Navi, Kuro haben wir jemanden. Und ich denke, Navi wird auch die nächste Runde einziehen. Sie haben morgen einen Matchball. Ein Best-of-3-Matchball gegen Team Liquid, um in die nächste Runde einzuziehen. Der Ancient geht down und Flipside muss sich aus dem Turnier verabschieden. So schade das ist, desto mehr freuen wir uns natürlich für EG, die hier eine sehr, 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 sehr gute Leistung gezeigt haben. Das muss man sagen, in beiden Games absolut gut gespielt, perfekte Exekution, ihre Heroes echt gut gespielt. Man of the Game für mich 4 in beiden Games. Erst mit dem Wisp, wo er optimal gespielt hat, dann jetzt hier mit der Nyxis, wo er eigentlich immer Double- oder Triple-Stunts hatte. Und das war sehr on point. Hat auch dann seinen Blickdagger perfekt benutzt, um genau an der richtigen Stelle zu sein, um den wichtigen Impale zu finden. Da muss ich ein riesen Kompliment an ihn rausspringen und einfach großes Kompliment an ihn. Großes Kompliment auch an euch, dass ihr alle dabei wart. Schön, dass ihr noch dabei gewesen seid, auch wenn es nur ein Solo-Cast war. Und ich bin mir sicher, mein Impact könnte höher sein. Also mein Cast könnte besser sein, wenn ich eine Begleitung hätte in Form eines Co-Casters. Aber das war mir heute leider verwehrt. Es hatte niemand Zeit. Es war heute ein sehr stressiger Tag. Und morgen wird es wieder einen Co-Caster geben. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt doch einfach bei Twitch auf Anschließen. Hier unten ist da ein kleiner Button, da könnt ihr immer den Stream sehen, wenn er online kommt. Ihr könnt auch einstellen, dass ihr eine Mail bekommt, wenn ich online gehe. Und sonst findet ihr auch hier meine Social Media und die wäre noch wichtiger zu liken, weil da, ja, wenn ihr auf Facebook seid, dann, ich werde immer einen Post verfassen, wann der nächste Stream ist. Dann könnt ihr euch schon darauf vorbereiten und euer Real Life verschieben, wie ich mein Real Life verschiebe, um zu casten für euch. Facebook und Twitter sind dann die Social Medias, wo es immer angekündigt wird. Und sonst, was bleibt mir zu sagen? Morgen um 18 Uhr geht es weiter. Um 18 Uhr spielt Navi gegen EG ein Best of 3 um... Nee, Navi gegen Team Liquid, tut mir leid. Morgen 18 Uhr Navi gegen Team Liquid. Wer das Spiel gewinnt, wird in die nächste Runde einziehen, in die Playoffs. Also dann sind es nur 4 Teams, die da dabei sind. Dann werden es dann die Playoffs sein. Um 21 Uhr haben wir ein Best of 5. Das wird bestehen aus EG gegen den Verlierer von Navi gegen Team Liquid. Und das wird ein Best of 5, wer in die nächste Runde einzieht. Das ist der Plan für morgen. Ich werde